Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Heute im Video geht es um die Zwizzerpads, um Schaumstoff-Zwizzerpads, um genau zu sagen, aus der Detailing-Line, und zwar um die Thermo-Trapez-Pads und die Thermo-Around-Pads. Was ist der Unterschied und was ist vielleicht gleich bei den Pads? Beide Pad-Serien waren schon mal da, nur, also die sahen genauso aus, die hatten die gleiche Form, Trapezform oder so eine Round-Form mit der Kerbe, aber die waren nicht mit dem Thermoschaumstoff ausgestattet. Jetzt, also die aktuelle Linie, das waren auch dieselben Farben, also die sahen genauso aus. Die gesamte Detailing-Line, also die alle Schaumstoffpads von Zwizzer sind jetzt mit dem Thermoschaumstoff ausgestattet und wurden genauso eingefärbt. Man sieht den Unterschied, wenn ich das jetzt im Internet angucke, ne, oder auf den Bildern angucke, sieht man den Unterschied eigentlich nur an dem Aufdruck Thermopad oder an dem Namen. Alles, wo überall dieser Thermo-Logo drauf ist, also Thermopad-Logo, das ist alles Thermoschaumstoff. Wo kein Logo drauf ist, ist der, ja, ist auch sehr, sehr hochwertige Pads eigentlich, ne, aber halt keine Thermoschaumstoffe. Die haben wir auch ein paar, die werden dann abverkauft und dann gibt es nur noch diesen Thermoschaumstoff. Ne? Also, wenn ihr drauf achtet, wenn ihr das kauft, hinten muss Thermopad draufstehen. Warum hat man jetzt diesen Schaumstoff gegen den Thermoschaumstoff ausgewechselt? Weil die normalen Pads, die man jetzt so nutzt, ne, also ich sag mal mit normalem Schaumstoff, sind hitzeempfindlich. Das heißt also, wenn die kalt sind und man drückt drauf, dann füllen sie sich schon fest an. Das ist eine gewisse Stauchhärte da. Ne, man kann das auch mit den Kilopascalen mal ausmessen. Ne, aber da ist die gewisse Stauchhärte da. Wenn ich aber anfange zu polieren, dann geht das um Reibung und die Reibung erzeugt Wärme und das Pad wird nach wenigen Sekunden wird das schon heiß, ne, und dann bricht das Pad ein. Ja, bis zu 85% bricht das ein und dann hat das nicht diese Stauchhärte, die es am Anfang hat. Und diese Stauchhärte müsst ihr haben, damit das Ganze halt cuttet, also damit das Ganze poliert und dann halt die Lackschicht abnimmt. Bei diesen Thermoschaumstoffen ist das anders. Die halten viel mehr Hitze aus. Also wenn ihr anfangt zu polieren und das Pad wird heiß, dann verlieren die nur 15-25% an der Stauchhärte und haben dann somit mehr Cut über die gesamte Polierdauer. Des Weiteren ist der Schaumstoff halt fester und dadurch, dass es fester ist, könnt ihr die Pads länger nutzen. Die gehen nicht so schnell kaputt, weil das Ganze an sich stabiler ist. Jetzt zu den beiden Serien. Wir haben einmal das Thermo-Trapez. Das ist eine Trapezform von Pad. Das ist ein One-Layer-Pad und hat eine Trapezform. Das geht so ein bisschen von oben, geht so ein bisschen schräg nach unten. Man hat dann quasi die Klettseite und die Face-Seite. Und die Face-Seite ist etwas größer, damit man das Ganze hier beim Polieren ein bisschen geschützter ist. Von der Höhe her sind die beide gleich, 20 mm. Sowohl das Thermo-Around wie das Thermo-Trapez-Pad sind 20 mm hoch. Ich finde, die Höhe ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also das ist, normalerweise sind das irgendwie so 25 mm und da geht der Trend immer dazu, dass die Pads etwas flacher werden. 18, 20, 22 mm. Diese sind hier 20, das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Höhe. Die Scherkraft ist nicht so hoch, also das heißt, sie verschiebt sich nicht so sehr, ne? Und das ist wirklich sehr alles kompakt und ist wirklich sehr angenehm, damit zu polieren. So, bei dem die sind beide gelocht, ne, in der Mitte, also weil die Pads erhitzen sich und die ganze Hitze geht dann mehr zur Mitte und dann kann es sein, dass das hier beschädigt wird. Deswegen wird das hier gelocht und dann kann die Hitze entweichen und das Pad ein bisschen abkühlen während der Arbeit. Das ist bei beiden gelocht, ne, und der Unterschied ist, Zwizzer stuft die beiden Pads so ein, dass das Thermo-Trapez-Pad empfohlen wird für die Exzenterpoliermaschine und das Thermo-Around-Pad ist empfohlen für die Rotation und für die Exzenterpoliermaschine. Natürlich kann man mit dem auch rotativ polieren, da habe ich auch probiert, also funktioniert auch sehr gut, ne? Aber das hier ist halt ein bisschen so ein Upgrade, ist besser und deswegen trennen die das und sagen, okay, der Rounder ist für Rotatives und Exzenter und das wird empfohlen für Exzenter polieren. Was ist der Unterschied? Da ist jetzt eine Kerbe drin, man sieht da eine Kerbe drin, das ist Double Layer, was bringt das Ganze? Hier dieses Pad ist natürlich stabiler, das ist natürlich aufwendiger, so ein Double Pad zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, hier wird der Schaumstoff einmal geschnitten, oben drüber wird das Klett geklebt und dann wird einmal das Loch gestanzt und dann die vorgestanzt und dann werden die in Form geschnitten. Ne? Übrigens sehr, sehr gut geschnitten, also die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut, die Werkzeuge sind auch top, ne? Man sieht hier also nichts, ne? Also es ist wirklich top, top, top Qualität halt. Ne? Und bei diesem Pad ist das anders, hier werden zwei Schaumstoffe verwendet, das heißt ein Schaumstoff wird dann geschnitten, es wird eine Zwischenschicht geschnitten, dann werden die zusammen verklebt und oben drüber wird nochmal das Klett verklebt. Dann werden die gestanzt, die Löcher gestanzt und dann wird hier das Werkzeug schneidet hier nochmal so eine Kerbe rein. Das ist vom Aufwand her natürlich, sind das mehrere Schritte. Das erfordert natürlich mehr Arbeit bei diesem Pad hier. Und der Vorteil ist bei diesem Pad,
das halt Double Layer ist, es ist halt stabiler. Wenn ich jetzt das Bett doppelt verklebe, dann habe ich halt zwei Schichten mit dem Kleber, was das Ganze noch mehr stabilisiert. Und zum anderen ist dieser graue Schaumstoff, das ist ein sogenannter Rubber Foam, das ist ein gummierter Schaumstoff, der verhindert auch, dass die Hitze nach oben geht, ne, zu dem Klettteller, und dass die Politur, die hier so einzieht, das sind ja offenzellige Schaumstoffe, dass die Politur, die hier einzieht, da auch gestoppt wird und nicht dann durch den Klett durchsickert bis zum Teller. Zusätzlich ist hier noch so eine Kerbe reingeschnitten, ne, und diese Kerbe hat auch eine Funktion. Wenn ich die jetzt zum Beispiel auf einer Maschine nutze, das Pad, und ich verkante das, ne, dann korrigiert das Pad, also die Kerbe korrigiert halt diese Fehlhaltung, ne, und gleicht diese aus. Das führt dazu, dass man nicht so einen Hammer-Cut hat hier auf der Seite, ne, und weniger Fehler macht beim Polieren. Wenn ich jetzt die Maschine schief halte, ne, beim Polieren, und ich drücke jetzt hier oben auf die Kante, dann wird durch die Kerbe meine Fehlstellung der Maschine ausgeglichen, ne, und ich werde hier weniger Fehler machen. Beim Polieren oder beim Exzenterpolieren ist das so, die Maschine verkantet sich ja, wenn ich das schief halte, verkantet die, und dann dreht sich das Bett nicht mehr rotativ. Aber dadurch, dass das hier ausgeglichen wird, dreht sich das Ganze besser auf einer Exzenterpoliermaschine. Ne? Die zusätzlichen Arbeitsschritte, zusätzliches Material, die doppelte Verklebung macht das Ganze natürlich etwas teurer in der Herstellung. Das heißt, die Thermo-Around-Pads sind etwas teurer als die Thermo-Trapez-Pads. Aber vom Schaumstoff her sind sie gleich, und dann müsst ihr euch ausprobieren, womit ihr dann besser klarkommt. Wenn ihr nur exzentrisch poliert und sagt, ja, ich möchte gerne ein bisschen günstiger haben, aber ich möchte gerne Thermoschaumstoff haben, dann sind die Thermo-Trapez-Pads für euch das Richtige. Und wenn ihr sagt, ich möchte gerne Non-Plus-Ultra, mehr geht nicht, dann sind das die Thermo-Around-Pads. Dann gibt es bei beiden Serien, sowohl bei den Thermo-Around wie bei den Thermo-Trapez-Pads, 5 verschiedene Härteeinstufungen von dem Schaumstoff. Die sind bei den beiden Serien gleich. Wir haben einmal das blaue Pad, das nennt sich Ultra-Hart, ne? Also keine Angst, das ist jetzt nicht, ihr werdet jetzt nicht damit den Lack abnehmen von dem Fahrzeug, aber das ist von den Schaumstoffen her die höchste Cut-Leistung. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Korrektur machen müsst, dicke Kratzer, fette Kratzer, ihr müsst was auspolieren, wo es richtig cutten soll, dann ist das blaue Pad dafür da. Dann haben wir einmal in Rot das Heavy Cut, das ist etwas abgestufter, ne? Also wenn es jetzt nicht das Ultra-Hart sein soll, etwas abgestuft, aber hat auch eine sehr, sehr gute Cut-Leistung, ne? Und hat ja auch dauerhaft die Cut-Leistung. Also wenn ihr Fahrzeuge poliert, die so ein bisschen angeschlagen sind, sage ich mal, ne, also dickere Kratzer da sind, dann probiert mal dieses rote, das rote Thermoschaumstoff aus, ist wirklich super. Dann haben wir das Orange, das ist Medium Pad, ne, das ist auch gleichzeitig das One-Step Pad, ne, sagt man so, für die One-Step-Polituren. Das Medium Pad ist eins der beliebtesten, ne? Also das ist, ja, das ist halt in der Mitte eingestuft, das kann sowohl cutten, aber auch sehr gut fast schon bei harten Lacken auch in den Finish fahren. Dann haben wir das gelbe Pad, das ist das eigentliche Finish-Pad. Damit fährt man bei den Lacken auch den Finish meistens, ne? Und für die Finish-Polituren geeignet. Und dann haben wir nochmal das grüne Pad, und das ist sehr, sehr weich. Das ist so ein Sealing-Pad, oder halt bei so ultra weichen Lacken, da braucht man schon also wirklich ultra feine Schaumstoffe, und das ist das grüne Schaumstoff, ne? Also Uni-Schwarz, und also sehr, sehr weich ist. Also wenn schon vom Zugucken der Kratzer reinkommen, dann ist das richtige Pad. Und die gibt es in den beiden Serien, also die sind alle gleich. Und dann haben wir noch verschiedene Größen, also 5 verschiedene Härten in 5 verschiedenen Größen. Einmal für den 150er Teller, das sieht so aus, das ist ein 150er Klett, 160er die Oberfläche zum Polieren, ne? Für die großen Maschinen, sage ich mal, ne? 150 mm, das ist schon so Wohnwagen, größere Autos, Vans und so weiter, Boote, Flugzeuge, alles wird dann mit diesen 150er poliert. Dann haben wir die Standardgröße, ne, bei den beiden Pads, 125er mm Teller, ne? Das ist so wahrscheinlich das Standard, was bei uns dann genutzt wird im Detailing-Bereich, 125er. Genauso wie der 75 mm Pads. Ne? Die sind auch standardmäßig für diese 75 mm Teller. Ne? Und damit könnt ihr dann halt alles mit 75 polieren. Bis hierhin, also bis 75 mm, sind die Pads alle gelocht, ja, damit die Hitze abgeführt wird. Dann geht es noch weiter. Wir haben bei den beiden Serien auch Pads für die 50 mm Teller. Die sind nicht mehr gelocht. Da ist das nicht notwendig, weil die Fläche einfach klein ist. Wenn man das jetzt noch locht, dann hat man kaum Fläche noch zum Polieren, weil das dann sehr klein wird. Und das sind Pads für die 50 mm Teller. Und dann geht es noch weiter für den 30er, für den 30er Teller. Das sind so kleine Pads. Hier sieht man sehr schön diese beiden Schichten. Und auch hier funktioniert diese Kerbe super
um Druck jetzt auszugleichen. Somit decken die Pad-Härten und die Pad-Größen alles ab, was so standardmäßig genutzt wird. Ne? Also wenn ihr eine PXE poliert, dann sind das 30er, 50er, 75er, 75er Maschinen alleine, 125er sowieso Standard und wenn ihr große Maschinen habt, 150er. Also alles mit den Pads abgedeckt. Habt ihr vielleicht noch Fragen zum Schaumstoff, zum Pads, zum Einsatz? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.